So, einen wunderschönen Liebeskommentar. Wir sind wieder zurück in Atem. Atem. Wie auch immer. Wie man es ausspricht halt. Und wir sind unterwegs zu einer neuen Mission. Wir müssen irgendwelche Arkanisten beschützen. Was ein Zufall, wie immer. Die sind irgendwie permanent in Gefahr. Und flupp, da sind wir. Wir haben ein paar Leute. Haben Gestalterfragmente entdeckt. Und wir nehmen an, Dix wird sie sich holen wollen. Wahrscheinlich. Fragmente verkaufen sich gut. Scar, andere Gesetzlose und selbst Dominion zahlen gut dafür. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Nicht, wenn wir Dings Dienst haben. So, diese Christoph. Egal, was? Kriegsstoff. Egal. Keine Ahnung. Ach, egal. Auf jeden Fall, der Typ ist da Ihr hinten noch. Lager müsste gleich hier. Unsere Leute sind im Lager auf eine Menge Gesetzlose gestoßen. Kein Zeichen Menge von ist den gut. Organisten. Nicht gut. Sind ziemlich nervige und viele. Alles gut. Da brauche ich auch auf jeden Fall noch, wie heißt es? Da habe ich auch noch ein Volk offen. Beziehungsweise eine Daily. Ich muss noch ein paar hundert Gesetzlose töten. Das trifft sich Das Lager perfekt sieht gerade. nicht gut aus. Wir sind immer einen Schritt hinter den Gesetzlosen. Das muss sich ändern. Das muss ich ändern. Oh ja, ich arbeite dran. Oh Gott, mir geht's nicht gut. Sieht aus, als hätten wir etwas Zeit gewonnen. Hallo? Ist da jemand? Hier ist eine Menge Gestalterzeug. Kein Wunder, dass die Arkanisten daran interessiert waren. Durchsuch das Lager. Vielleicht finden wir heraus, was passiert ist. Okay, Lager durchsuchen. Direkt hinter, unter, da. Kann ich was mitnehmen? Erstmal Hier sind einige Tagebuchseiten. Wenigstens etwas. Such weiter. Ruf weiter. Ein Hinweis. Das ist noch ein Tagebuch, aber nicht das, was wir brauchten. Mehr Tagebuchseiten. Zeichnungen, Notizen, solche Sachen. Aber nichts weist darauf hin, was passiert ist. Ach, ich verstehe dieser Wahnsinn, Kriegsstoff. ein ungesendetes Egal. Notsignal. Lass hören. Hat sich vielleicht verschrieben. Wir gehen in die Tunnel. Wir regeln alles ab, wenn wir drin sind. Mehr können wir nicht tun. Nein, nein, lass das liegen. Nimm die Resonatoren schnell. Sie sind unterwegs zu den Gestaltertunneln. Bin auf dem Weg. Die haben sicher einen seltsamen Fluchtweg ausgesucht. Keine Wahl. Ihr Schicksal bei den Gesetzlosen war, verkauft zu werden. Oder schlimmer. Hoffen wir, dass sie die Gestaltertüren wirklich schließen können. Der, so. Der wollte sich, glaube ich, Kriegsstoffregal nennen. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall war bestimmt der Name schon vergeben, deswegen hat er oder hat aus Versehen Regal falsch Sei geschrieben. Oder vorsichtig. so. Wir wissen nicht, welcher Gestalterunsinn uns hier erwartet. Entdeckung, der Monumentwacht. Was? Okay. Was zum Henker? Oh, Liete, Wir komm sind auf hier. Gesetzlose gestoßen, aber keine Arkanisten. Wir müssen uns zuerst darum kümmern. Dann suchen Wächter, wir weiter. Stufe 1. Genau das. Das bedeutet, für Stufe 2 müssen wir, glaube ich, bin mir nicht da so sicher. Aber das war, glaube ich, Elite töten, oder? Bestimmt.
Wo sind wir denn hier? Noch kein Zeichen von Dix? Bisher nicht. Hier würde er auffallen. Mir würde er auffallen. Wo ist denn der Schwanz? Ich hab noch nie so viele Gesetzlose gesehen. Wo kommen die alle her? Dix wird scheinbar langsam berühmt und holt sich mehr Leute. Wir müssen ihn aufhalten, ich weiß. Das war mal schnell erledigt. Nutze die Säulen, bleib in Bewegung. Nutze die Säulen. Wo denn? Ich sehe keine Säulen. Ach, die da hinten in der Mitte. Ich glaube, das waren vorerst alle. Das sehe ich auch so. Setz dich in Bewegung. Wir müssen die Arkanisten finden. Ja, wo sind die denn? Unten? Nee, hier. Okay. Echos, wir wissen, was zu tun ist. Wir wissen, was zu tun ist. Natürlich. Au. Die Gesetzlosen waren hier gefangen, als die Arkanisten die Türen geschlossen. Es ist ein bisschen gut und ein bisschen schlecht. So, drei Stück. Ja, und Ejam, öffne dich. Vorsicht! Die Arkanisten haben für die Gesetzlosen ein paar Überraschungen hinterlassen. Gut. Hier ist eine riesige Tür. Fest verschlossen. Hier alles. Lass zu mich lieber ran. Arkanisten von ja. Zeit verschafft. Schlau. Entsperrte Tür, kein Problem. Nee. Muss ich hier irgendwas machen? Wir haben ein Gestalterrätsel zu lösen. Kümmern wir uns darum. Schon dabei. Ach, ich muss die Dinger aufheben oder wie? Gut, dass wir hier vor den Gesetzlosen eingetroffen sind. Hä, verstehe ich nicht. Mir was berühren? Ach. Ich hoffe, Sie konnten die Tür rechtzeitig schließen. Und dass Sie da drinnen nicht auf Schlimmeres gestoßen sind. Okay, fangen wir an. Zuerst gelb und dann lila. Das hat geklappt. Lass uns nachsehen, ob unsere findigen Freunde hier drin sind. Gelb, lila, okay. Haben sie gemacht. Sie haben die Arkanisten gefunden. Ah, es geht ihnen gut. Ihr Anführer Elson sagte, sie haben nicht alle Gestalterfragmente. Manche wurden gestohlen. Gesetzlose mit Fragmenten? Nicht gut. Nicht alle mitgenommen, okay. Wir sind hier nicht allein. Schnappen wir sie uns. Wo denn? Warte, da kommen noch mehr Gesetzlose. Alles klar, Elson, warte hier. Das Öffnen der Türen hat die Bösewichte reingelassen. Natürlich. Wir bewegen uns nicht vom Fleck. Natürlich, jetzt kommen die Idioten. Wir haben Gesellschaft. Wir haben ein Ziel. Los! Was ist denn? Oh Gott. Die habe ich wieder nicht gemerkt. Die Gesetzlosen geben nicht nach. Dix muss sie wirklich motivieren.
motivieren? Wir hätten die bestimmt besser bezahlt als sonst. X verliert Leute. Und alles für ein paar Fragmente? Verstehe ich nicht. Er muss irgendeinen Deal gemacht haben. Irgendeinen einen Deal. Ich kann mir vorstellen. Oh, guck mal hier, wöchentliche Fraktion. Abgeschlossen. Nein, mein Relikt. So. Oh, hier ist eine Kiste. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Hallo, wunderschönes Ding. Darf ich dich mal anfassen? Hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass es hier eine Kiste unten gibt. Nice, gut zu wissen. Das wären dann alle. Hilfe für die Arkanisten ist unterwegs. Aber du hast Elsen doch gehört. Einige Gestalterfragmente fehlen. Das ist gar nicht gut. Nein, in der Tat, Kumpel. Komm zurück. Wir unterhalten uns dann über alles Weitere. Komm zurück, wir unterhalten uns dann später. Gut. Na denn. Aber cool, dass man hier noch ein paar Sachen findet. Diese Runen zum Beispiel. Nice. So, das bedeutet, wir haben bestimmt wieder sehr, sehr, sehr viele Leute, die mit uns reden wollen. Die werden wir denn mal abklappern. Wow, sind schon Level 30. In episch. Schild. Das ist interessant. Schildwiederaufladung, Dings. Das Schild sich schnell wieder auflädt. Müssen wir gucken. Ich muss sagen, die schweren Missionen auf schwer. Wow. Die schweren Missionen auf schwer. Ja. Also ich kann euch nur raten, macht die, so viele Missionen wie möglich auf schwer, weil es gibt für euch Loot ohne Ende und schnelle XP, falls ihr schnell auf 30 werden, hoch auf 30 werden wollt oder einfach nur richtig geilen Stuff haben wollt. Immer schön auch schwer machen. So, da haben wir nur noch die Hauptquest, die werde ich aber nicht hier machen. Also nicht jetzt machen. Da warte ich noch auf die anderen. Was macht die hier? Hallo? Tut mir leid, ich wollte nicht stören. Nein, schon gut. Ich bin Marelda. Ich lasse mich manchmal treiben. Vor nicht allzu langer Zeit hätte ich so etwas wie das hier gemalt. Aber jetzt tun mir meine Hände zu weh. Also beobachte ich einfach nur die Leute bei ihrem Tagewerk. Was? Ich mochte auch gern. Wow. Ja, ich bin auch ein Spanner. Das macht sicher Spaß, sich vorzustellen, wer sie sind, ihre Geschichten. Genau. Und oft muss man es sich gar nicht vorstellen. Auf dem Markt ist manchmal ein Mann, der Obst klaut, wenn er glaubt, dass keiner hinsieht. Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn er erwischt wird. Oh, genau, darauf warte ich ja. Das ergebe ein tolles Bild. Naja, jedenfalls vergeht die Zeit so schneller. Erwarten Sie jemanden? Mein Sohn, Kyler. Du erinnerst mich ein wenig an ihn. Das gleiche Kind. Ist er schon lange fort? Eine Weile. Seine Patrouille hat sich bisher nicht gemeldet. Ich bin Freelancer. Ich könnte etwas darüber wissen. Wo sind Sie patrouilliert? Freimark. Oh, wie lange ist das her? Sehr lange. Sie sollten dort Vorräte einkaufen. Freimark wurde vom Dominion angegriffen. Ach, wirklich? Vor etwa 10 Jahren. Ich bin sicher, er konnte entkommen. Niemals die Hoffnung aufgeben. Das stimmt.
Tja, es gibt keinen Grund, das anzuzweifeln. Alles ist möglich. Siehst du, du verstehst das. Das sage ich den Leuten auch immer. Diese ganze Welt ist der beste Beweis. Wie lange warten Sie schon? Meine Schwester meint zu lange. Sie hat vor Tarsis vor Jahren verlassen und ist nach Antium gegangen. Ich konnte das nicht. Ich muss hier sein, wenn Kyla zurückkehrt. Haben Sie sonst Familie? Nein, nur Kyla und mich. Aber ich war auch mal jung. Ich weiß, wie es ist. Er hat sich bestimmt verliebt. Nett, dass du fragst. Die meisten Leute sind nur noch Fremde. Niemand redet mehr mit einer alten Frau oder kauft ihre Gemälde. Du solltest dich wieder deinen Aufgaben widmen. Ich komme schon zurecht. Und viel Glück mit Kyla. Ich hoffe, Sie hören bald von ihm. Wäre besser für ihn. Ich werde ihm den Kopf waschen, dass er mich so lange hat warten lassen. Seien Sie nicht zu streng mit ihm. Auf Wiedersehen, Miralda. Okay. Vielleicht ist es kein mechanisches Problem. Er kann das Portal nicht benutzen. Ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Dann wartet sie noch ein bisschen. Wie so ein Hund, der an der Tankstelle sitzen gelassen worden ist oder so. Hey, bist du schon beeindruckt? Das Grab von General Tarsis. Wir bauen unseren eigenen Javelin der Dämmerung. Du und Faye, ihr seid ein gutes Team. Siehst du, was dir entgeht, wenn du die Familie verlässt? Ich wette, es war mehr Faye als du. Das Hirn vielleicht, aber irgendjemand musste den Läufer in Gang halten, uns in der Wildnis verteidigen. Heißt das, du fliegst immer noch einen Javelin? Naja, sobald ich meinen Anzug fertig habe, da ist noch ein bisschen was zu tun. Oh, also... Das braucht eben seine Zeit. Glaubst du, General Tarsis hat sich in die Schlacht gestürzt, ohne ihre Ausrüstung zu überprüfen? Gutes Argument. Ich dachte, vielleicht macht dein Bein dir Probleme. Ach das. Nur eine kleine Meinungsverschiedenheit mit einem Anrisaurus darüber, wer das Abendessen ist. Er hat mein Knie zerstört, ich ihn mit Butter gekocht. Ist das eine Inspektion? Yep, das ist definitiv... Nein. Ob du es glaubst oder nicht, ich wollte nur sicher gehen, dass es dir gut geht. Jetzt klingst du wie Faye. Ich sage dir, was ich ihr auch gesagt habe. Der alte Hallock hat zwar ein paar Dellen, aber ich bin bis ins Grab Freelancer. Legion der Dämmerung bis ins Mark? Ganz genau. Wenn General Tarsis 3 Tage lang auf einem Berggipfel gegen eine Chimäre kämpfen konnte, komme ich mit einem zwickenden Knie klar. Bis dann, Hallock. Ja. So, dann reden wir. Guck mal hier. Sieht das schon ein bisschen besser aus. Du hast dich in der Gestalterruine gut geschlagen. Arcanist Elson und seine Leute danken dir. Ich wünschte nur, wir wären früher eingetroffen und hätten all das verhindert. Das wahre Problem ist, wir können nicht zulassen, dass Leute angegriffen werden, weil sie einen Auftrag erteilt haben. Dix ist uns schon die ganze Zeit einen Schritt voraus. Die gestohlenen Links, mein Freelancer-Freund. Daher weiß er so viel. Ah, richtig, aus den Gräbern. Ja, aber jetzt müssen wir die Gestalterfragmente finden, die laut Arcanist Elson zurückgelassen wurden. Das heißt, Dix hat sich gefährliches Zeug gekrallt. Lass mich herausfinden, ob einer von Elsons Leuten etwas Hilfreiches gehört hat. Alles klar, halt mich auf dem Laufenden. Außerdem misstrauen uns die Leute wegen dieser Sache. Geh da raus und zeig ihnen, was echte Freelancer tun. Werde ich. Werde ich. Aber hey, es sieht schon hier cooler aus. Nicht mehr so viel Müll, was hier rumliegt. Jetzt kann man hier sich sogar hinsetzen, wenn man will. Hat er schön aufgeräumt da, die Ecke. Faye, wie geht's? Gut, dass du da bist. Ich diskutiere ungefähr seit Anbeginn der Zeit mit einem Krypter aus Antium. Gibt es in der Hauptstadt irgendwelchen Ärger? Nur wenn schlechter Geschmack zählt. Die halten der blutrote Lancer für eine bessere Serie als Wacht der Dämmerung. Radioserien? Das müssen ja brutale Diskussionen sein. Es geht um die Ehre. Du bist also Fan von Wacht der Dämmerung? WDD ist einfach objektiv besser. Der blutrote Lancer ist nur Schlammland-Propaganda. Aber sag Herlock nicht, dass ich das gesagt habe.
Jetzt muss ich ihm sagen. Nee, ich schweige. Von mir erfährt er es nicht. Nicht mal über meine Leiche. Danke. Du kannst dir ja nicht vorstellen, wie emotional er wird, wenn es um diese Serie geht. Als sie seine Lieblingsfigur getötet haben, hat er wochenlang gejammert. Hey, keine Spoiler bitte. Ich bin bei beiden nicht auf dem aktuellen Stand. Echt? Solltest du nachholen. Zumindest bei Wacht der Dämmerung. Ich habe mir alle Bände aus Antium schicken lassen. Jede Folge der letzten 7 Jahre. Die erste Staffel kannst du überspringen. Eigentlich geht's erst richtig mit der Folge Der Fluch von Steinflut in Staffel 2 los. Diese Seite von dir kannte ich ja noch gar nicht. Niemand kann jeden Tag, jede Sekunde arbeiten. Klar, aber dein Hobby sind Radioserien über andere Leute, die unseren Job machen. Okay, was machst du denn, um mal Spaß zu haben? Also, ja. Nichts. Außer man zählt Essen und Schlafen mit. Das zählt niemand mit. Und jetzt hast du mich traurig gemacht. Du weißt, dass das nicht gesund ist, oder? Jeder braucht mal eine Pause. Ja, wenn das Dominion mal verschwunden ist, dann lerne ich vielleicht ein Instrument oder so. Okay, es wird immer trauriger. Keine Sorge, ich lass mir schon was einfallen. Eigentlich wie stehen die Chancen, hab ich gerade seine Zeit unter Schlafen was anderes verstanden, aber okay. Ja gut. wir haben einen neuen Auftrag. Ja, erstmal annehmen. Gut. Bereit für Aufträge. Diggs wird auf Gelegenheiten warten. Wir arbeiten jetzt und sorgen dafür, dass er keine bekommt. In der Zwischenzeit suche ich nach unseren gestohlenen Fragmenten. Erste Antwort. Okay. Nehmen wir mal mit. Kann ja nicht schaden. Des Weiteren, da sind noch 1, 2, 3, mit denen wir reden können. Ach komm, die 3 nehmen wir noch mit. Dann habe ich auch wieder ein paar Pünktchen gemacht mit Reden. Wie gesagt, ich arbeite ja dran. Und zwar bei Fraktionen die Sentinels auf 2 zu kriegen. 300, 400, 500, das sind dann 100, abgerundet 140 noch. Und dann kann ich hier wieder wunderschönes Zeug herstellen in Blau. Da bin ich mega gespannt. Da gibt es ein paar Teile, die ich unbedingt dann herstellen muss, wie zum Beispiel Eis und das hier und alles Mögliche. So, wo sind die Typen? Einmal... die Chronistin wieder. Die Unhöfliche. Hey. Geht das bei Freelancern als anständige Begrüßung durch? Sie sind immer noch aufgebracht. Ich sage kein Wort mehr, bis du mich um Vergebung gebeten hast. Hä? Was ist mit ihr? Ich kann mir vorstellen, dass sie ist ja vernetzt. Vielleicht ist bei der Vernetzung irgendwas passiert und sie denkt, ich wäre noch ihre Vernetzung oder so. Und erst wenn ich sie sage, hier, Entschuldigung, dann wird es wieder normal. Keine Ahnung. Ja, komm. Also gut, es tut mir leid, dass ich... unverschämt war? Dass ich besorgt war. Wie Sie über Freelancer denken, ist Ihre Sache. Ja, das ist es. Aber wenn Sie mit mir darüber reden würden, könnte ich vielleicht helfen. Du bist ein Lancer. Du könntest niemals... Oh, es mangelt dir nicht nur an Manieren. Du weißt offenbar noch nicht einmal, wie man sich entschuldigt. Bilde dich gefälligst. Guten Tag.
Was ist mit ihr? Ich sehe, wie ihr alle an meinen Worten zweifelt. Sogar der Freelancer. Alle zweifeln an uns. Sie sind blind. Bemitleidet ihre Ignoranz. Ich sehe die Geister unter uns, wie sie uns manipulieren. Wisset dies. Der Moment, an den ihr euch zu erinnern glaubt, ist nicht der, an den ihr euch erinnert. Das Grab von Tarsis, General der Vergangenheit, Prinzessin Sims Gelage, der Geschmack des Mantikars in deinem Mund, die Grausamkeit des Monitors, das Blut des tapferen Agenten auf dem Boden, die Warnung des Sensoren, der Ursix, der dem Relikt entsteigt. Das sind nur Fantastereien von jemand anderem. Ein Traum in einem Traum. Der Traum der Gestalter, der Traum der Hymne. Nicht euer Traum. Und jetzt sag ihnen, was zu tun ist. Wacht auf! Beendet den Traum und seht die Welt als das, was sie ist. What the fuck? Ja, das sind halt die Propheten, ne? Die labern immer so ein Zeug. Hi. Anson ist zu sehr auf seine Karriere konzentriert, um Zeit auf Liebeleien zu verschwenden. Ganz besonders nicht, da die endgültige Macht frei herumläuft. Was? Sie hat... Ah, jetzt! Hey Bryn, was machen Sie gerade? Oh, Freelancer! Ich habe Sie gar nicht kommen hören. Jetzt, wo unsere Marker repariert sind, kann ich die Ska rund ums Fort wieder verfolgen. Die Arkanisten scheinen ebenfalls froh über die Informationen zu sein, die sie erhalten. Informationen, die uns bei unserem Ska-Problem helfen? Irgendwann vielleicht. Sehr sogar. Jetzt noch nicht. Später. Irgendwann vielleicht? Sie haben noch nie so teilnahmslos geklungen, wenn es darum ging, Ska zu töten. Nein, es ist... Ich meine... Oh. Aber sie waren hilfsbereit und verdienen eine Erklärung. Wenn Sie eine möchten. Okay, danke, Bryn. Das ist nett von Ihnen. Ich weiß. Gern geschehen. Übernehmen Sie sich nicht. Ich weiß nur einen Teil der Dinge, die die Arkanisten herausgefunden haben. Aber Sie sagten, eines Tages könnten Sie helfen, die Ska vollkommen auszurotten. Allerdings bedeutet das, dass wir noch eine Menge Arbeit vor uns haben. Bisher haben wir beide ein gutes Team abgegeben. Immer weiter so. Vielleicht bekomme ich das nächste Mal sogar eine Erlaubnis für unsere Zusammenarbeit. Ja, wir kriegen das hin. Was wäre das Leben ohne ein paar aufregende Komplikationen? Organisiert? Nachvollziehbar? Ruhig? Klingt entsetzlich. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn ich Sie brauche, Freelancer. Okay. Gibt's nur einen Auftrag? Nein. Aber in der Bar können wir noch mit jemandem reden. Mit Liam. Die jetzt mit der einen zusammenarbeitet. Für. Ich hab mich verlaufen, oder? Nee, alles safe. Die jetzt anfängt, Indoor Grow zu betreiben. Du säufst ja immer noch. Ich dachte, du machst Indoor Grow. Dachte ich mir, dass ich dich hier finde. Nicht mehr lange. Mora und ich haben uns geeinigt. Ich helfe ihr mit ihrer Farm. Und weißt du was? Ich bin aufgeregt. Das wird unser beider Leben verändern. Das wird Fort Tarsis verändern. Und das haben wir dir zu verdanken. Ja, mehr Freelance und Arkanisten-Dualität. Ja, ich wollte nur helfen. Ich versuche nur das Richtige zu tun. Leuten zu helfen, die Hilfe brauchen. Und das hast du. Du hast uns beiden geholfen. Du kannst stolz auf dich sein. Vielleicht kann ich mich irgendwann revanchieren. Bis dahin,
Pass auf dich auf, Freelancer. Das hat sie auch gesagt. Also ist doch noch ein Dreier drin. Nice. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, war es das auch heute für die... Du bist neu. Wo bist denn du? Lass mal reden. Hi. Ich hatte gehofft, Sie zu treffen. Ich weiß, dass Sie gute Arbeit für Tessin leisten. Ich wusste nicht, dass das allgemein bekannt ist. Tut mir leid, ich arbeite für Corvus. Mein Name ist Nadira. Tessin und ich sind Kolleginnen. Sie erwähnte, dass Sie Ihnen im Kampf gegen das Dominion helfen. Ich erfülle nur meinen Teil. Klingt nach einem großen Teil. Würden Sie vielleicht mit meinem Mann reden? Danke. So fragen Sie. Es ist ungewöhnlich. Sein Name ist Layton. Er war selbst einmal ein Spion und hat Probleme, das zu verarbeiten. Die Dinge, die er erlebt hat. Aber mir vertraut er sich nicht an. Darum dachte ich, dass Sie vielleicht mit ihm reden könnten, weil Sie für Corvus freigegeben sind. Für Corvus freigeben? Ja, ja, klar. Kannst versuchen. Versuchen schadet nichts. Genauso sehe ich das auch. Reden kann niemandem schaden, richtig? Warum redet er nicht mit Ihnen darüber? Ich habe es versucht. Ich vermute, es ist Scham. Er will nicht, dass ich diese Seite von ihm sehe. Er hat sich von mir distanziert. Ist reserviert. Und er hat keine Freunde, also... Gut möglich, dass er sich einem Fremden anvertraut. Genau. Tessin hält viel von Ihnen. Ich dachte, wenn Sie mit ihm reden, könnte Layton sich vielleicht öffnen. Ja, klar. Warum nicht? Klingt, als bräuchte er Hilfe. Ich übernehme das gerne. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Ich glaube, er braucht nur einen Freund. Er verbringt zu viel Zeit alleine mit seinen Gedanken. Ich lasse Sie wissen, wie es läuft. Danke. Na, von wegen keine Hobbys. Ich rede mit Leuten. Das ist mein Hobby. Gefühlt. So, jetzt sind wir aber fertig, oder? Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, beenden wir die Folge mal hier. Dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und denkt dran, Leute. Immer schön den Lachs. Ey. Gegen den Tisch hauen. Auf den Tisch hauen.